Also in einer klassischen Veranstaltung habe ich sehr oft damit angefangen zu aktivieren. Das ist sehr oft eine Frage zu ersten Eindruck. Was ist der erste Eindruck zu einem Text? Und diese Phase, die ist oft sehr spontan. Und diese Spontanität, dieser Einstieg, das finde ich, das gelingt mir jedenfalls online nicht. Eigentlich hat sich inhaltlich oder auch vielleicht von den verschiedenen Elementen der Lehre oder so gar nicht so viel verändert, sondern der große Unterschied ist tatsächlich, dass wir einfach alle da waren. Wenn ich für die Sportwissenschaft antworte, dann haben sich in manchen Veranstaltungen natürlich dramatische Veränderungen ergeben. In der Praxisveranstaltung kam es zu den grotesken Situationen, dass wir Gerätetouren digital unterrichten mussten. Der Zugang zu den Studierenden, also trotzdem ich die Studierenden kannte, fand ich es viel schwieriger einzuschätzen, wo die Studierenden stehen, dass die Studierenden einem direkt ins Wohnzimmer schauen können. Und umgekehrt auch, also man schaut auch den Studierenden direkt ins Wohnzimmer. Es ist einerseits, hat man weniger Zugang und andererseits ist es trotzdem, dadurch, dass man zu Hause ist, eine privatere Atmosphäre. Mit die größte Veränderung sehe ich vor allem bei den Prüfungen, dadurch, dass die ja zu Hause stattfinden, online und durchaus auch Open Book Prüfungen sind, dass dort eigentlich die größte Veränderung war, auch vom Inhaltlichen her. Also grundsätzlich natürlich, was an der Digitalisierung der Lehre jetzt sehr positiv ist, finde ich, die Flexibilität. Also einmal die Ortsunabhängigkeit, die komplette Ortsunabhängigkeit, zum Teil auch Zeitunabhängigkeit in Bezug auf Gestaltung von Lehrveranstaltungen. Ich sehe ja eigentlich sehr viele Chancen in dieser digitalisierten Lehre. Gerade dadurch, dass sich die Dozierenden mehr Gedanken machen, wie sie diese Lehre umwandeln können in das Digitale, haben sie schon eher die methodischen Dinge der Vorlesungen auch durchdacht, was wiederum dazu beigetragen hat, dass die Vorlesungen didaktisch besser durchdacht sind. Mithilfe der digitalen Lehre wird es einfacher, den Stoff auf unterschiedliche Arten zu vermitteln und somit auch für die Studierenden zu bearbeiten. Die erste große Chance ist sicher diese Flexibilität, die schlussendlich die Digitalisierung bietet. Und das Zweite ist vielleicht auch, dass wir gezwungen wurden und vielleicht auch entdeckt haben, dass manchmal diese Verbindung von, ich sage jetzt mal, virtuellen Input und dann vielleicht auch physischer oder auf jeden Fall direkter Kommunikation eigentlich ganz gut und lehrreich ist für alle Seiten. Digitalisierte Lehre bietet dann eine große Chance, wenn wir die Möglichkeit und Wege finden, wie wir Veranstaltungen wirklich interessant für die Studierenden gestalten können und die Studierenden vor allem auch motivieren und involvieren können. Also Herausforderungen sicher von der Digitalisierung ist auf jeden Fall, man hat nicht mehr so einen guten Kontakt zu den Studierenden. Also die allergrößte Herausforderung, muss man ganz ehrlich sagen, sind die Prüfungen. Ja, also die Online-Prüfungen, die funktionieren nur bedingt, muss ich sagen. Besonders herausfordernd für mich ist der Zeitaufwand. Also wirklich gute digitale Online-Lehre zu machen, bedeutet unglaublich viel Zeit zu investieren. Sehr viel vorauszudenken, viel mehr als vorher vorauszudenken, vielmehr die Perspektive der Studierenden einzunehmen. Ja, ich denke, bei der Online-Lehre ist eigentlich die große Herausforderung, dass man die Studierenden bei der Stange hält, dass man sie eben motiviert und involviert. Ich denke, die zwei größten Herausforderungen für Studierende ist die Studienstruktur selbst und auch der Austausch, sei es mit anderen Studierenden oder mit Dozenten. Im Vorlesungsbereich, wo ich hauptsächlich tätig bin, als Professor für Bewegungstrainingswissenschaft, hat es sehr geklappt, dass wir die Vorlesung angereichert haben. Ich persönlich habe zum Beispiel dann keine aufgezeichneten Lectures mehr gemacht, sondern ich habe Zoom Livestream verwendet. Was ich mit der Zeit gelernt habe, ist einfach, man muss ihnen manchmal mehr Pausen geben und die Pausen auch einhalten. Einfach auch mal was Überraschendes bringen, was die Studierenden so nicht erwarten. Aber ich habe auch gelernt, was man nicht tun sollte, ist zu viele verschiedene Modalitäten auf die Studierenden loszulassen. Ich denke, in Zukunft braucht es einen Mix zwischen Online- und Präsenzlehre, um diese
neu gewonnene Freiheit, die wir in den letzten 2-3 Semestern hatten, weiterhin zu einem Teil zu ermöglichen. Und auch da, so für diese eben Flexibilisierung von beiden Seiten, denke ich und hoffe ich eigentlich auch, dass es einen wichtigeren Stellenwert haben wird. Ich hoffe, dass die Freiheit bleibt, Dinge ausprobieren zu können. Also ich denke, wir haben alle viel gelernt jetzt mit der Online-Lehre und ich denke, wir müssen das als Chance ansehen und nicht als verlorene Zeit. Ich hoffe, dass die Universität Bern dieses Window of Opportunity, das sich da ergeben hat, um wirklich einen Innovationsschub zu haben in der Digitalisierung, in der Lehre, einfach nutzt und weiterhin den hohen Stellenwert hat, den es jetzt zwangsläufig durch die Corona-Pandemie bekommen hat.